es geht um das Projekt, an dem ich jetzt eh schon seit über einem Jahr arbeite. Schmetterlinge im Bauch. Also vielleicht seht ihr das Video jetzt schon nicht von mir geschnitten. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna get. Willkommen zu einem neuen Vlog. Ihr habt mich gut erholt. Wir haben Montag, den 20. Juni. Und ich bin schon offiziell unter 3 Wochen out bis zu meinem Probewettkampf. Jetzt ist langsam ernst. Ich glaube, die nächste Anpassung bezüglich Kalorien steht mir bevor. Also ich glaube schon, dass der Stefan jetzt nochmal ein bisschen anziehen möchte. Aber schauen wir mal. Mit dem Formcheck heute bin ich ultra happy. Ich habe gerade in der Backpose zum ersten Mal richtig gute Cuts gesehen an meinem Beinbeuger und schon ein bisschen den Ansatz beim Po, und nachdem chasen wir ja. Also, dass mein Oberkörper fertig wird, ist ja keine Sorge. Meine Apps sind jetzt echt schon krass. Also, ich würde sagen, die Form, was ich jetzt habe, ist gerade nicht mehr so weit entfernt von meiner alten Wettkampfform. Die Posen sind halt einfach anders und ich brauche ja mehr Härte in dem Verband, wo ich jetzt starte. Jo. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch Bauchkontrolle gemacht und eben Posing geübt kurz. Und jetzt gibt es mein tägliches Meter Plus vor dem Cardio. Ich weiß noch nicht, ob Mango, Orange oder Lemon. Ich mag mittlerweile beide. Aber stimmt es mal gern ab in den Kommentaren. Würde mich sehr interessieren. Weil eine Freundin von mir hat sie beide bestellt und sie sagt, sie mag Lemon lieber. Aktuell mag ich wieder Mango, Orange lieber. Heute gönne ich mir 6 Gramm für mehr Energie. So. Okay, 6,9 ist auch okay. Kann man machen, kann man machen. Und ja, ich habe den Tag gestern genossen, also Nachmittag, Vormittag habe ich ja noch gearbeitet, Cardio erledigt und so weiter und so fort. War dann bei meiner Omi am Badesee. Ich habe mir voll viele Blumen bei Omi abgeschnitten. Also sie hat wunderschöne Rosenstöcke. Ich habe da immer Freude, wenn meine Wohnung vollgestellt ist. Habe mit ihrer Katze gespielt, meine 3 Meals mitgehabt, war baden. Aber die Sonne hat mir richtig fertig gemacht. Ich bin gestern noch früher schlafen gegangen als sonst und ich habe 9 Stunden durchgeschlafen. Also ich merke echt, ich will eigentlich mehr schlafen in letzter Zeit, aber oft schaffe ich es gar nicht, weil man aufwacht und Hunger hat oder so. Jo, ich genieße das jetzt, mache dann noch schnell mein Hafer frei, damit der wieder fertig ist, wenn ich vom Cardio komme. Und später habe ich dann einen Call und dann nochmal Eiseninfusion. Also ich kann mich jetzt nicht vertrödeln. Bis später. Und ihr fragt es mir so gern, wie ich mein Cardio mache. Ich gehe bergauf. So circa 8 bis 9 Steigung und irgendwas zwischen 4,5 und 5 km/h. Und ich mache jeden Tag 50 Minuten, wobei heute Leg Day mache ich jetzt 35 und am Abend dann den Rest fertig. Und das Wichtige ist halt, okay, meine Freundin ruft mich dann an und ich schaue halt auf meinen Puls. Jetzt ist er sogar gerade zu hoch, also irgendwas zwischen 125 und 130 ist optimal, einfach für die Fettverbrennung besser und dass man sie nicht zu überbelastet. Cardio Outfit of the Day, wollte ich auch noch schnell zeigen. Ich liebe, liebe, liebe diese Farbe und ich habe gerade noch geschaut, das Set gibt es noch, weil der Sale ja, ist schon ziemlich gut
ausverkauft, also alle guten Teile. Da müsst ihr auf jeden Fall nochmal stöbern, aber das Set gibt es auf jeden Fall noch. Und die Hose ist vom Material her auch eine meiner absoluten Lieblingshosen, gibt es auch noch in schwarz und beige. Und die formt gut. Und der Bra ist voll cool, weil ihr könnt den so tragen oder halt normal oder doppelt überkreuzt. Also den kann man dann einfach umlegen und ich finde, das macht echt was her. Eiseninfusion, check. Und ich war jetzt gerade noch einkaufen. Blattspinat, Vogelsalat und Himbeeren und so einen hübschen Ordner für meine Finanzen, weil ich für die Uni keine mehr brauche. Es ist nur immer ein geiles Gefühl. Time for food. Es gibt wieder meine Eierspeise und meine Brei, weil es ja nichts geändert hat. Bin so happy darüber. Und natürlich Kaffee. Mit welchem Flavor du es wohl? You know me already. Serial. Es wird ein YouTube-Video noch geschaut und ich habe schon ein paar Bewerbungen bekommen. So, ich kriege gerade meine Eiseninfusion und na, das tut mir wirklich weh. So schaut das aus. Und ich habe schon ein paar Bewerbungen bekommen bezüglich YouTube-Cutter. Also vielleicht seht ihr das Video jetzt schon nicht von mir geschnitten. Ich muss lernen, die Arbeit abzugeben. Ich werde den Versuch heute einfach starten. Also, ich genieße mein Meal, werde jetzt da mal meine Pflasters entfernen. Ich bin heute zweimal gestochen worden, weil sie es beim ersten Mal irgendwie verkackt hat. Aber ich finde das eh nicht unangenehm oder so. Und ich habe ja gute Venen. Cheers, meine Lieben. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Und was ich euch nur erzählen wollte, stimmt, ich habe Stefan gefragt, weil mein Quadrizeps tut ja nur immer so weh. Das habe ich euch, glaube ich, schon vor 2 Tagen erzählt und ich weiß nicht woher oder warum. Vielleicht, weil ich letztes Training eine andere Übung gemacht habe, aber es hat im letzten Training schon weh getan, weshalb ich die andere Übung gemacht habe. Ja, auf jeden Fall habe ich es gestern auch, glaube ich, 1 Stunde lang mit meiner Massagepistole wirklich bearbeitet und es hat selbst auf der niedrigsten Stufe so weh dann. Aber heute ist es ein bisschen besser wie gestern. Auf jeden Fall habe ich ja heute wieder Beine und ich hätte eigentlich meinen normalen Leg Day, also ich habe ja 3 verschiedene. Aber ich mache es jetzt so, also ich habe Stefan gefragt, ob ich den zweiten Leg Day machen kann, wo ich quasi vollen Fokus auf Beuger habe und Po und da habe ich auch keine Übungen drin, wo irgendwie was mit einer Kniebeugung drin ist. Das heißt, dass mein Quad wirklich ganz, ganz, ganz draußen ist. Weil selbst wenn ich Kniebeugen mit Glutfokus mache, ein bisschen ist der Quad immer dabei. Oder bei der Beinpresse mit hohem Stand, ein bisschen ist er immer dabei. Und selbst das ist im letzten Training Katastrophe gewesen. Deswegen mache ich das heute so. Aber ich glaube, heute ist eh wieder besser. Und ich hoffe dann in 2 Tagen, beziehungsweise in 3 Tagen, wenn der nächste Leg Day ansteht, ist es besser. Und ich habe jetzt dann nur gleich einen voll coolen Call. Also ich hoffe, er ist cool, beziehungsweise es geht um das Projekt, an dem ich jetzt eh schon seit über einem Jahr arbeite. Von dem ich euch noch immer nichts erzählen darf. Ihr könnt es ja mal raten, vielleicht habt irgendwer Ahnung, um was es gehen könnte. Auf jeden Fall werde ich da heute updated, wie weit wir sind, wie es gerade ausschaut. Und auf das bin ich schon sehr gespannt und ich hoffe, dann darf ich euch wirklich bald mal davon berichten. Ich würde jetzt am liebsten am ersten Tag schon erzählt. So, ich habe mich jetzt mal geschminkt und war duschen und ich habe jetzt wieder das Beingel verwendet, da habe ich immer das von Assam Beauty und dann noch diesen Franzbranntwein für meinen Oberschenkel und ich schwöre euch, wir haben zwar gerade 30 Grad draußen, aber wir sind einfach saumäßig kalt, das ist einfach so gut im Sommer. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall mein Pre-Workout und dann geht es auch schon bald los, weil ich habe jetzt noch ein bisschen gearbeitet und es ist jetzt eh schon 2:45. Post-Workout mache ich mir wieder Himmeltau. 50 Gramm. So. Gleichzeitig abwiegen und mit euch reden ist eine Schwierigkeit. Und Pre-Workout gibt es Reisbrei. Und ihr fragt euch sicher, warum ich jetzt das verwende und nicht den Rice Pudding. A, weil mein Rice Pudding fast leer ist. Und
B, weil ich den sättigender finde und auch sehr gut verdaue. Ich finde geschmacklich den Rice Pudding zwar geiler, weil der mehr ist wie ein Milchreis quasi und eben auch instant. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Und dann, liebe Leute, bin ich heute voll gespannt. Ich habe das zum Testen bekommen. Das gibt es jetzt neu bei ESN, also die Easaways in Dosen quasi. Da gibt es auch Cinnamon Cereal und Cinnamon Cereal ist ja das allerbeste Whey. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das schmeckt. Natürlich ist Easaway nicht so geil wie Whey. Aber ich bin gespannt. Vielleicht löst es ja Isoclear bei mir ab. Aber Post-Workout gibt es auf jeden Fall Isoclear Kirsche. Und zwar 20 Gramm. Ich bin noch immer so dankbar, dass mein Plan nicht geändert wurde. Ich sag's euch, ich hab's irgendwie einfach gewusst, aber es ist trotzdem nicht so. Und ich glaube, würde ich mir jetzt selber coachen, hätte ich mir selber die Kalorien reduziert. Aber es läuft. Ich habe nur 7 Wochen. Das ist irre. 7 Wochen. 7 Wochen. Aber halt 3 Wochen bis Österreich. Aber das ist ja Probewettkampf. Probewettkampf. Genau. So, lala. Da kommen noch Flavor Drops rein und dann einfach warmes Wasser drauf, weil ihr immer fragt, wie das geht. Oder halt Flavin' Tasty. Eins von den beiden. Und ihr kennt natürlich auch theoretisch dann auch das Proteinpulver da dazu, aber ich trinke das lieber dazu. Ist irgendwie so eine Angewohnheit von mir. Jo. Das mache ich jetzt fertig. Dann werde ich noch kurz arbeiten, essen und auf ins Beintraining. Es kommt heute ein Regen, habe ich gerade mitbekommen, weil es hat gerade voll zugezogen. Heißt, ich werde heute nicht mit dem Rad ins Training fahren, weil nass werden habe ich nicht so Bock. Yes. Für Isolat mit Wasser definitiv creamy. Let's try. Okay, wow. Es ist kaum ein Unterschied zum Vanilla Milk Designer Whey. Jetzt ohne Spaß. Und es ist ein Isolat. Okay, krass. Ich brauche Cinnamon Cereal davon. Könnt ihr euch auf jeden Fall bestellen. Vanilla Milk ist sowieso lecker. Aber ich glaube, Cinnamon Cereal ist nochmal Draufgabe. Ich trinke gerade mein Pre-Workout, wie immer, Meta Plus, Kreatin, Beta-Alanin, Citrullin, mache mal Crankbomb Pro, aber eigentlich trinke ich das aktuell nur einen Schultertank, den muss ich nämlich sparen. Und Post-Workout ist ready, das nehme ich mir mit. Wie krass schaut mein Schulter gerade in dem Licht aus? Yes. ja, bin motiviert, ich hoffe, das geht halt das ganze Training so. Und ich fahre jetzt trotzdem mit dem Auto, auch wenn die Sonne wieder scheint, weil es hat definitiv heute Gewitter an. Und für Beine brauche ich schon so 2 Stunden. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's so. Mir geht's heute so gut im Training, also ich fühle mich minimal schlechter, schwächer, aber nicht schlechter. Ich werde jetzt im letzten Satz nur mehr 70 Kilo machen, dafür nur langsamer und nur sauberer. Aber all die RDLs waren richtig gut, ein Quadrizeps natürlich jetzt auch nicht mehr. Und ich hoffe, ihr versteht's mich. Wann kommt mein neues Mikro? Bin ich schon gespannt drauf. Auf jeden Fall war jetzt ein Schluck eher Aas. Und bin richtig stolz, dass es heute so gut läuft. Also happy, weil das hat mich die letzten Male echt deprimiert. ja. Aber dass man zum Ende hin schwächer wird, Leute, ich bin 3 weeks out, ist eigentlich normal. Also es ist minimal. Vielleicht ist es auch einfach nur die Hitze. Aber Hauptsache, wir
drehenden Muskel so richtig. Und das kann ich sagen. Ich kann nur immer nicht aufstehen, so tut mein Glut gerade weh. Und das Wichtigste, wir geben bei jeder Wiederholung unser Alles. Und ich denke einfach nur mehr an den Moment auf der Bühne. Bei jeder Wiederholung, bei jedem Satz alles zu geben, was eben noch in einem drinnen ist. Und auch wenn es ein bisschen weniger Gewicht ist, interessiert kann. Hauptsache, man tut alles. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can be. Irgendeine ISO-Übung, wo man die Adduktoren trainiert, gibt's einfach nicht. Und jetzt irgendwie Sumo Deadlift oder so ein Spaß? Nö. Jo. Dann habe ich nur noch Waden vor mir. Dann ziehen wir durch. War richtig gut. War richtig gut. Aktuell fühle ich mich auch noch gut. Freue mich dann schon auf mein Post-Workout. Und ja, jetzt werden noch Waden gerockt. Ein gutes Beispiel. Ich bin happy. Booty Pump ist da. Ich bin so froh, dass mein Booty noch immer fast gleich groß ist wie am Anfang. Ja, ich habe schon ein bisschen was verloren. Das ist auf jeden Fall für mich. Ich wollte was einkaufen und dann habe ich eh ins Bewerbungsgespräch. Ich muss euch das gerade sagen. So krasses Weh. Es gibt Post-Workout, natürlich. Man nimmt auch mit ganz viel Erdbeeren. Ich liebe Erdbeeren, ich liebe Obst. Und ich sag Klärfische und es hat gerade zum Regen angefangen und ich freue mich so über diesen Regen. Wieder zu Hause und ich habe gerade mit der Katharin gesprochen und ich habe es beschlossen, dass sie mal das Video schneiden wird, das ihr da gerade seht. Bin schon ultra gespannt und freue mich drauf, dass sie heute kein Video mehr schneiden muss und am Morgen, ne? Und sie das hoffentlich sehr gut machen wird. Ja, was ich jetzt auf jeden Fall machen muss, ist Ernährungspläne und Trainingspläne schreiben für meine neuen Mädels im Coaching und dann mich mal endlich zum Wettkampf anmelden, weil das habe ich noch nicht erledigt. Also ich muss jetzt NPC Worldwide Certificate oder so beantragen und dann noch für den österreichischen Wettkampf anmelden. Mal schauen, was der ganze Spaß wieder mal kostet, weil Wettkämpfe kosten viel. Man verdient damit eigentlich nichts. Also es gibt jetzt als Amateur kein Preisgeld, manchmal gibt es vielleicht ein bisschen Gutscheine oder so, aber Preisgeld eigentlich nicht. It's getting serious. So, für den österreichischen Wettkampf muss ich 170 Euro zahlen. Ich starte in 2 Klassen quasi. Und ja, bin Novice, das heißt neuer Athlet oder noch nie gestartet. Und das ist das Certificate für NPC Worldwide. Schmetterlinge im Bauch. Nein, ich fühle mich echt so happy. Ich freue mich so, wieder auf der Bühne zu stehen nach der langen Pause. Das ist genau das, was ich liebe. Und das Feuer brennt wieder. Das Feuer brennt wieder so richtig. Die Post-Leg-Day-Müdigkeit knallt gerade wieder voll. Es ist eh schon 7:30 und ich koche jetzt mein nächstes Mehl.
kochen ist lustig. Ich habe schon mein mageres Rindfarschierte aus dem Gefrierfach genommen. Das kommt jetzt in die Pfanne. Und dazu gibt es Salat mit ein paar Karotten. Vogelsalat. Ich glaube, der heißt in Deutschland anders. Feldsalat, kann das sein? So lustig, dass manche Wörter einfach komplett anders sind. Und ja, dann geht's weiter mit Work. I'm back in the kitchen. Ich habe jetzt 2 Stunden gearbeitet. Und es wird Zeit für mein nächstes Meal. Es gibt wieder Margaret Schitters mit frischem Gemüse, bisschen Kokosöl und ganz ein bisschen Cognac-Nudeln. Also nicht so spannend. Und dann richte ich noch meine Night Bowl her. Also ihr wisst wahrscheinlich Bescheid. Topfen mit Flame Daddy und Mandelmus. Und dann werde ich noch ein bisschen dehnen. Das steht halt auf jeden Fall noch am Programm. Und ein bisschen was zu arbeiten habe ich noch. Und dann werde ich vielleicht noch ein bisschen YouTube-Videos schauen. Mit Lawrence telefonieren. Wir sehen uns endlich am Samstag wieder. Da hat er nämlich Geburtstag. Er ist nämlich gerade voll in der Lernphase. Und jetzt haben wir gesagt, okay, ich fahre jetzt nicht nach Wien, weil da lenke ich eben nur vom Lernen ab. Und ich bin zu Hause auch produktiver. Deswegen bin ich jetzt alleine hier. Ja. Ha, ich fühle mich schwach, ich sag's euch. Ich könnte jetzt auch einfach schlafen gehen, aber das ist das Gute. Ich gehe nicht hungrig wirklich schlafen. Also irgendwie, durch das, dass ich so viele Mahlzeiten esse, haltet man das einfach viel, viel besser aus. Weil man quasi auch wenn nicht viel am Teller ist, man weiß, die nächste Mahlzeit kommt bald. Und ja, bin gespannt. Also ich bin jetzt registriert für die Wettkämpfe. Ein bisschen Zwiebel kommt da noch dazu. Ich liebe roten Zwiebel, immer roten Zwiebel. Ja, hat mir jetzt da 230 Euro kostet. Dieses Ding für NPC Worldwide und halt für den österreichischen Wettkampf. Und dann geht's bald los. Kannst du immer nicht glauben. Ich muss auf jeden Fall mehr Posing üben. Ich habe das Gefühl, das wird sonst nichts. Also eigentlich ist es eh schon nicht schlecht, aber man muss ja einfach so voll sicher sein in allem, dass dann also 100% alles funktioniert. Und ich trinke auch wieder, brauche meine Cola. Die Flasche habe ich gestern von der Oma mitgenommen, voll süß, weil sie denkt jetzt immer dran und kauft immer eins ein. Weil wenn ich dann zu ihr komme, dann habe ich eins. Weil es war schon voll oft, dass Lorenz und ich dann bei ihr waren und sie keine Cola gehabt hat. Beste Omi. Ja. So. Ab in die Pfanne. Wir hören uns gleich beim Essen. Großer Teller mit wenig Essen. Ist leer. Könnt jetzt nur 4-mal das gleiche essen. Aber ich leite mir jetzt wieder gut mit Arbeit ab. Trinkt nur ein Glas Cola. Oder vielleicht ist sie nur ein eher Calippo. Mal schauen. Und dann gibt es so in eineinhalb Stunden eh schon mein Topfen. Juhu. Das hat es gut getan. Davor habe ich noch Posing geübt. Bin auch schon abgeschminkt und quasi bettfertig. Jetzt gibt es meine Night Bowl. Die ist schon gefroren.
Ich habe sie heute mit Kirschjoghurt gemacht. Die Sorte kann ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen. Also es ist auch gerade so unter meinen Top 3 für Topfen, auf jeden Fall. Und da kommt jetzt noch eine große Portion Mandelmus drauf. Das lasse ich mir dann schmecken. Und dann werde ich mit Lawrence telefonieren. Und wir haben einen neuen Tag geschafft und sind unserem Ziel näher. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Vlog.